leiden. Und das ist etwas, was wir nun mal nicht umgehen können, wenn wir dieses Thema besprechen. Wir haben versucht, in unserem Text eben auch die andere Seite zu zeigen und vor allen Dingen Frauen zu zeigen, die in diesen Ländern, wo es wirklich starke Unterdrückung von Frauen gibt, dagegen kämpfen und ausgerechnet und auch besonders mit der Scharia und dem Koran gegen diese Tendenzen Ja, Frau Fuchs. angehen. Und ich denke, man kann jetzt nicht so tun, man kann jetzt nicht so tun, als wenn alles wunderbar wäre und der Islam oder alle islamischen Gemeinschaften nur die Frauenrechte fördern, weil das ist eben nicht so. Frau Fuchs, vielen Dank. Herr Tarek, sagen Sie bitte, ist die Scharia denn wirklich schuld an diesem ganzen Desaster mit den Muslimen? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Man muss verstehen, was heißt Scharia. Ja. Scharia ist der Weg. Weg zum Urquelle. Ja, ich habe gedacht, das Wort Scharia ist der Weg auf arabische Sprache. Das heißt, Scharia ist eine sehr umfangreiche Sache. Scharia beinhaltet in sich viele Bereiche. Ja, aber nur wenn, kann man sagen, mit dem, wenn man mit dem deutschen Mitbürger in Gespräch kommt, in Gespräch tritt, dann spricht man nur das Strafgesetz. Also ich würde sagen, Scharia ist sehr umfangreich. Da kann man Gottesdienst kommen, ja, auch die Menschenrechte kommen. Auch die Regel in der Eheleben zum Beispiel, wie Mann und Frau gegenseitig Pflichten und Rechte haben. Ja. Es geht aber umfangreich. Scharia, hier wird gemeint, was manchmal gesprochen ist, nur Strafgesetz. Ja. Ja? Und dann sagt, ach, das Strafgesetz von Islam ist sehr brutal, Menschen unwürdig, kann es nicht in Europa funktionieren. Mhm. Also dann erstmal bitte verstehen Sie, was Sie meinen durch Scharia. Ja, das ist die Frage. Okay. Aber ich möchte hier ganz kurz sprechen. Ja, bitte. Der Herr, der mir die Frage gestellt hat, also telefonisch, ja, ich muss Ihnen nur einen Satz sagen. Mhm. Ich bin islamischer Theologe und ich muss nicht sagen dagegen, was der Koran geschrieben hat. Zum Beispiel, wenn der Koran sagt, Alkohol ist verboten, Homosexualität ist verboten, ja, und Allah hat auch ein Volk, Lut, bestraft. Ich kann nicht sagen, ich bin modern, ich bin tolerant, ich bin aufgeklärt. Und wir leben in einer modernen Zeit. Also Sie meinen, man sollte sich schon an den Gesetzen des Koran halten. Ja, also dann kann man sagen, weil diese alle Sachen sollen erlaubt sein. Ja. Das können wir, wie gesagt, dem Zuschauer dann nach der Sendung, falls er sich meldet, und noch einmal erklären. Ich höre gerade, wir haben einen weiteren Zuschauer in der Leitung. Einen schönen guten Abend, wer ist nun live mit dabei? Ja, guten Tag, hier ist Malik am Apparat. Hören Sie mich? Ja, einen schönen guten Tag, ich höre Sie. Ja, und zwar möchte ich auch an Frau Fuchs direkt auch sagen, ich bin schockiert, wie wieder eine Medienlandschaft ist gnadenlos ausnutzt, in eine Propagandamaschinerie einzusteigen und in den Islam reinzuprügeln. Also ich weiß gar nicht, wie man als kompetente Journalistin, ich weiß nicht, wo Sie studiert haben, auf welcher Journalistenschule, aber da noch mit draufsteigen kann. Okay, erstmal vielen Dank für dieses Statement. Das lassen wir erstmal so im Raum einfach stehen. Oder möchten Sie darauf antworten, Frau Fuchs? Haben Sie es gehört? Ja, klar, habe ich das gehört. Ich würde den Anrufer gerne fragen, ob er den Artikel wirklich ganz gelesen hat. Das ist das Problem. Ja. Ich glaube, das ist genau das Problem. Ne? Also ich glaube auch, wir hatten bestimmt, also der Artikel ist wirklich teilweise differenziert. Das habe ich auch eingangs, wo Sie noch nicht zugeschaltet waren, Frau Fuchs, da habe ich das auch betont, dass er durchaus auch bestimmte Dinge deutlich macht, die positiv sind. Das Problem ist nur, der normale Leser, das ist einfach das kognitive Funktionieren des menschlichen Gehirns. Ja? Das, was die Wahrnehmung steuert, das sind wahrnehmungsleitende Elemente, die auf der Titelseite sind. Das sind diese riesengroßen Bilder, das sind die dickfett gedruckten Zitate. Und alles andere geht ein bisschen unter. Und das finde ich schade, weil ich kann auch nicht so nachvollziehen, Sie meinen, man muss das ja thematisieren, die Unterdrückung in den sogenannten islamischen Ländern. Und da stimme ich Ihnen auch zu. Ich finde es auch hochproblematisch, gerade als muslimische Frau finde ich das hochproblematisch und mache mich auch stark dafür. Gerade auch als Vertreterin einer Frauenorganisation, einer muslimischen. Aber ganz ehrlich, wir haben ständig diese Thematisierung. Wir haben ständig solche Cover-Titels. Wir haben im Spiegel, im Stern, im Fokus immer wieder wird darüber berichtet. Wir haben da den Aufklärungsbedarf nicht. Das Problem, was wir haben, wo wirklich Aufklärungsbedarf auch herrscht, ist, dass mal wirklich gezeigt wird, was für eine Rolle die Frau im Islam hat, was für Rechte der Islam der Frau auch gibt und um damit liberale, offene, reformorientierte Muslime auch zu stärken. Und damit zum Beispiel, wir sind ja von der Reformgemeinde, die wir sprechen, und wir haben ja auch viele Antworten auf diese Koranverse, wie man sie so interpretieren und verstehen sollte, wie sie gemeint sind, dass es frauenfreundlich ist. Aber wir kommen nicht durch in den Medien. Die Medien interessiert das nicht, das macht wahrscheinlich nicht so viel Geld, das interessiert die Menge nicht, das ist populistisch nicht wirksam.
Frau Fuchs, die Frage an Sie also jetzt natürlich. Ich kann dazu nur sagen, dass ich glaube, dass wir das sehr differenziert dargestellt haben. Und ich glaube auch, dass das vielen Leuten, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass der Aufklärungsbedarf da schon völlig gedeckt ist. Ich glaube nicht, dass die meisten unserer Leser die Sachen, die wir jetzt geschrieben haben, schon alle gewusst haben. Und ich wehre mich auch dagegen, dass wir den Islam irgendwie da auf einen, oder dass wir den anklagen oder so, sondern wir zeigen auf, was für verschiedene Strömungen es im Islam gibt. Und ganz besonders zeigen wir Frauen und Frauenorganisationen, die genau das tun, was Sie gerade gesagt haben, nämlich Frauenrechte im Islam nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir geben denen eine Stimme und wir berichten darüber, was sie tun und welche Erfolge sie haben, aber auch welchen Schwierigkeiten sie gegenüberstehen, eben in Ländern, in denen Männer, die patriarchale Strukturen im Moment noch aufrechterhalten, immer noch das Sagen haben. Okay. Das verfemte Geschlecht, Burka, Zwangsheirat, Peitschenhiebe, Steinigung. Frauen im Islam sind archaischen Zwängen und Strafen ausgesetzt. Doch der Widerstand wächst. Die Frage jetzt hier an Herrn Tabeck. Ist denn überhaupt Zwangsheirat, Peitschenhiebe und was hier eben genannt wurde, die Steinigung? Gibt es sowas überhaupt im Islam? Überhaupt nicht. Das habe ich gesagt. Ich habe tausendmal in verschiedene Gespräche mit dem Deutschen erklärt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ganz deutlich gesagt, das war ein Fall gewesen, dass ein Vater hat für seine Tochter einen Mann ausgesucht. Die Tochter wollte diesen Mann nicht heiraten. Sie ist unter dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschwert. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seinen Vater gerufen und sagt, du darfst deine Frau, deine Tochter nicht heiraten, ja, lassen mit einem Mann, den sie nicht will. Und das ist ein klares Beispiel in dem Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er eindeutig erklärt hat, dass eine islamische Eheschließung ist nicht gültig. Solange die junge Dame, die heiraten will mit einem Mann, also für seinen Lebenspartner, ohne Zwang, ohne irgendwelchen Druck, nicht Ja sagt. Ja. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Sehr geehrte Zuschauer, Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen per Telefon. Die Telefonnummer lautet 040 für Hamburg 325-99-0399 oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. Diese E-Mail gelangt dann hier in das Studio. Aber sagen Sie, Frau Fuchs, sind denn überhaupt Themen, die Frau Hübsch genannt hatte, interessant für den Leser? Natürlich sind die Themen interessant für den Leser, aber man muss den Leser auch da abholen, wo er steht. Und das sind eben im Moment, oder das sind vor allen Dingen Nachrichten, die viele Leute aufregen. Also ich nehme jetzt nur den Fall der Frau, die im Iran der Steinigung verurteilt wurde. Und da haben sich Tausende, also ich kenne das hier aus London, hier hat es einen großen Protest gegeben vor der iranischen Botschaft. Und ein letztes, was ich da noch sagen wollte, ist, dass natürlich vor allen Dingen auch Musliminnen selber dagegen protestieren, die diese Verurteilung der Frau beispielsweise im Iran für nicht richtig halten. Und ich denke, auch das haben wir zum Beispiel aufgezeigt, dass eben es keine westlichen säkularisierten Frauen wie ich zum Beispiel sind, die da Frauen im Islam sagen müssen, was sie zu tun oder zu lassen haben, sondern der Widerstand kommt, und das ist eigentlich der wichtigste Aspekt, und das wird auch im Titel und auch im Vorspann aufgegriffen, Widerstand kommt aus der muslimischen Gemeinschaft selber, von Frauen, die sagen, jetzt ist aber mal Schluss. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir mit unserem Artikel sagen wollten. Frau Fuchs, vielen Dank. Wir haben noch einen Anrufer an der Leitung. Assalamu alaikum, schönen guten Abend. Wer ist und live mit dabei? Assalamu alaikum, Daud Majoka, mein Name. Ich habe auch einen Kommentar zu dem Artikel von Frau Fuchs. Und, ja, bitte. Ich teile die Kritik von Frau Hübsch hier sozusagen. Insoweit, dass wir immer wissen müssen, welche Gesamtwirkung ein Artikel hat. Und wir wissen, dass die meisten vielleicht gar nicht daran interessiert sind, solche Artikel in Details zu lesen und zu sehen, wie differenziert das geschrieben worden ist, sondern für die sind die großen Bilder mit ihren Titeln sozusagen ausreichend. Da blättert man einfach weiter. Ach, das kennen wir schon über den Islam. Islam ist sowieso bekannt dafür, dass er die Frauen unterdrückt und so weiter. Also die Gesamtwirkung des Artikels, wenn man das nicht jetzt ganz genau liest als Journalist oder vielleicht nicht wissenschaftlich damit auseinandersetzt, wird sein, wenn man nur die Bilder sieht und die großen Titel und Subtitel, dass die Vorurteile gegen den Islam versteckt werden. Und dieser Gesamtwirkung muss die Autorin sich bewusst gewesen sein. Also es muss so sein, dass man weiß, welche Auswirkungen das haben wird. Okay, also Herr Möcker, vielen Dank. In diesem Punkt teile ich die Kritik. Okay, vielen Dank für den Anruf. Frau Fuchs, konnten Sie denn
Anrufer hören? Ja, klar, den konnte ich hören. Okay. Ich meine,